Aber vergessen Sie nicht, dass Orban eine Mehrheit der ungarischen Bevölkerung hinter sich hat. Vergessen Sie nicht, dass Viktor Orban und die Fidesz-Partei bei den vergangenen Wahlen zugelegt hat und dass das Vertrauen, das Viktor Orban und seine Partei genießt, durch die eigene Bevölkerung ein sehr, sehr hohes ist und wahrscheinlich unikat auch ist, wenn man seine Augen quer durch Europa schwelgen lässt. Das ist hier das Entscheidende. Und bitte nehmen Sie zur Kenntnis, dass auch andere politische Meinungen in diesem Europa vorherrschen, ohne die man nicht mit hier Artikel 7 Verfahren oder Streichen irgendwelcher Gelder vorgehen kann, sondern den inhaltlichen und materiellen Diskurs suchen sollte. Das ist Demokratie.